Two Heads in the House und herzlich willkommen zu unserem 4. Dezember Video. Ja, ich bin auch mal hier, aber heute auch mal auch alleine wie der Markus letzten 3 Tage. Wir haben es einfach nicht so geregelt bekommen, weil er hatte halt diese Hintergrundmusik. Oh Gott, das Flugzeug hat mich gerade etwas irritiert. Also diese Lichter vom Flugzeug, die so komisch blinken. Dann hinten ist da ein paar Kilometer weiter ist ein Flughafen, deswegen kommen die Flugzeuge und Hörner vorbei. Ja, aber davon reden wir jetzt nicht. Er hatte die Musik, also diese weihnachtliche Hintergrundmusik, die ich aber leider nicht hatte. Die hat er mir jetzt zugeschickt, in der Hoffnung, dass es auch funktioniert. Ihr werdet es ja jetzt sehen. Wenn nicht, dann, wenn keine Musik hinter ist, dann tut es mir leid. Aber ich glaube schon, dass es so funktioniert. Aber ich kann ja nie wissen, was so passiert. Ja, wie gesagt, heute ist der 4. Dezember, heißt wieder gerade eine gerade Zahl, heißt es kommt auch wieder eine Gewinnspielfrage. Ja, aber das kommt dann erst gleich. Erstmal zu unserem Bezug, 2 kurzen Updates. Erstmal, was lese ich gerade? Und zwar lese, habe ich ja schon erwähnt, dass ich ein Buch lese, in dem ich jeden Tag des Dezembers bis zum 24. ein Kapitel lese, wo dann auch dann steht 2. Dezember, 3. Dezember und so weiter. Für den 4. Dezember habe ich noch nicht gelesen, das mache ich dann erst nachher, weil ich nicht dazu kam, weil ich gerade erst von der Schule komme und ja, ein bisschen Schulstress und so habe. Deswegen drehe ich das Video erst jetzt. Wir haben gerade erstmal, ich glaube, wir haben jetzt etwas über 17 Uhr. Ja, und zwar lese ich von Eva Berberich Ein himmlischer Fall für 4 Pfoten. Das sieht so aus, naja, nicht so, es sieht eher so aus. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal hier reinzutun, weil ich hier dieses, mein tolles Lesezeichen habe, weil ich euch gleich noch zeigen kann. Sieht so aus, ja, es ist noch, ich weiß nicht, was ich von diesem Buch halten soll. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu auch noch Rezension drehen soll, es wird wahrscheinlich im Lesenmod ein bisschen erklärt oder... Wenn ihr wollt, kann ich auch nochmal ein extra Video dazu machen. Und zwar ist das so ein Lesebändchen, was man so überstülpen kann. Also das sieht so aus. Und das tut man in Buch rein, wer es noch nicht kennt. Und dann tut man das einfach hier drum. Und dann sieht es toll aus, wenn es jetzt funktionieren würde. Ja, man schafft das eben nicht. Das zu diesem Buch. Ich bin das halt, das ist... Und auf Seite 44, aber wenn ich das den 4. Dezember heute noch lese, dann bin ich auf Seite 60. Und das Buch hat ungefähr 280, 90 Seiten, ja. Dann kommen wir zu meiner Hauptlektüre, die auch etwas dicker ist. Und zwar reden wir von... Ja... organisiert, da tue ich erstmal einen Schutzumschlag rum, weil ich tue den beim Lesen immer weg, beziehungsweise auch die ganze Zeit, während ich lese die ganze Zeit, das muss ich nicht dran tun, weil es immer sehr aufwendig ist, weil dieses Buch sehr dick ist, und zwar rede ich von City of Glass. Ich finde das einfach zu schade für den Schutzumschlag, dass ich den dran lasse, weil mir verknickt der dann oder so, wenn ich einmal kurz falsch lese. Und das Cover sieht ja auch so wunderschön aus, deswegen mache ich den lieber ab, das mache ich jetzt nochmal kurz. Das ist der 3. Teil der Reihe. Das ist die Reihe der 6 Teile plus ein Zusatzband. Ja. Aber da kann man sehen. Aber der letzte Band, also City of Heavenly Fire, ist noch nicht draußen. Ich bin auf Seite, ich habe gestern sehr viel gelesen, 138. Das Buch ist jetzt richtig gut. Ich liebe den Schreibstil von Cassandra Clare. Also einfach. Ich hätte gedacht, dass ich hätte Probleme damit, weil es 700 Seiten hat, aber keine einzigen Probleme, es ist einfach, es läuft reibungslos, ich liebe den Schreibstil, ich liest es flüssig und ja. Noch eine Sache dazu, City of Glass ist, oder die Chroniken der Unterwelt ist zwar, also die Chroniken der Unterwelt, ist zwar eine Reihe, ein abgeschlossene, also City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls und der letzte Band wäre dann City of Heavenly Fire. Dazu kommt noch der Zusatzband, die Chroniken von Magnus Bane. Aber es wäre sinnvoller, nach dem 3. Teil, also nach City of Glass, die andere Trilogie von Cassandra Clare zu lesen, also Clockwork Angel, Clockwork
Prince und Clockwork Princess. Ich weiß die einfach nicht, ich weiß nur, dass Clockwork Angel als erstes kommt. Das mache ich auch, weil da kommen Personen vor, die im vierten Teil von City of Fallen Angels vorkommen. Und das knüpft am Ende so ein bisschen an, deswegen will ich das Risiko nicht eingehen, um nichts zu verstehen zu können und lesen und auch die andere Trilogie vor dem vierten Band. Das war jetzt sehr viel geredet. Nun kommen wir wahrscheinlich zu dem erstmal noch was. Morgen am 5. Dezember ist ja eine ungerade Zahl, heißt wir machen irgendwas anderes und wir haben morgen vor, nach ein bisschen in die Stadt zu gehen, weil wir auch noch so ein bisschen Weihnachtsgeschenke kaufen müssen. Da machen wir hier so einen kleinen Vlog draus. Ein Vlog draus. Ja, da wird man jetzt nicht so allzu lang sein wie Onyx, also so 4-5 Minuten. Weil sonst das ist ja immer scheiß doof, wenn wir jeden Tag davon reden, was wir gerade lesen und sonstiges. Wir müssen ja auch schon 24 Videos vollplanen, oder nicht vollplanen, sondern haben 24 Videos zur Verfügung, was wir dann nicht alles so, wo nicht allzu viele Themen haben. Ja, das dazu, aber das ist ja unsere Sache, ihr guckt ja nur die Videos. Also morgen kommt dann wahrscheinlich ein Vlog, wenn nicht, dann auch was anderes, aber ich hoffe, es klappt wieder. Und zwar haben wir die zweite Frage, die vielleicht etwas schwerer ist, was ich aber glaube ich nicht glaube. Wie ihr schon sehen könnt, ist das Regal hier nicht vollständig, weil ich euch die Lösung nicht gerade vorgeben möchte oder vorzeigen möchte. Ihr könnt natürlich in unseren anderen Videos nachgucken, aber das wäre so ein bisschen doof. Also man kann ja auch noch im Internet recherchieren, aber die meisten vielleicht kennen das schon, das Buch. Auf jeden Fall. Ich rede von Mary Lou's Legend Trilogie. Und zwar hat diese Trilogie drei Bände. Der erste Teil heißt Fallender Himmel. Der erste Teil heißt Fallender Himmel. Und der dritte Teil heißt Berstende Sterne. Nun wollen wir von euch wissen, wie heißt denn der zweite Band der Trilogie von Mary Lou? Jetzt muss ich kurz auf den Zettel gucken, weil ich weiß zwar die Antworten, aber nicht diese Buchstaben davor. Ist es R? Ein R wie Rosen, wie Rudolf. Schwelende Angst. Ist es D, also D wie Dora, Wüstender Sturm? Ist es T, treibende Angst? Oder ist es E, schwelender Sturm? Ja, das ist die Frage. Müsste nicht allzu schwer sein, wenn ihr diese Reihe kennt, beziehungsweise könnt ihr auch im Internet nachgucken oder unsere vorherigen Videos gucken, aber umgeworfen. Aber ich denke, die Frage ist nicht so schwer. Wir haben uns schon ein paar Fragen, die schon schwerer sind, überlegt, die aber auch nicht so schwer sind, dass sie kaum lösbar sind. Wie das Gewinnspiel von Endgame zum Beispiel. Die Frage müsste machbar sein, vor allem wer Legend gelesen hat, diese wundervolle Reihe. Aber die Frage ist eigentlich sehr leicht, denn diese Woche kommt noch unser Legend Trilogie Special raus, oder mein Legend Trilogie Special. Aber naja, wir wollen es euch auch nicht allzu schwer machen. Es kommen noch ein paar Fragen und ich hoffe, ihr habt das Video so ein bisschen genossen, beziehungsweise habt es gerne angesehen. Das nächste Mal morgen sind wir dann zusammen wieder zu sehen, hoffentlich, wenn alles klappt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was ihr auch, wo ihr auch immer gerade seid. Habt Spaß dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Video, das wahrscheinlich ein... Das One to Read ist. Also, viel Spaß und bis dann. Tschüss.